12 Jahre stand das alte Zollhaus in Schöneck leer. Nun erstrahlt es in neuem Glanz, innen und außen. Sandra Seidel und Stefan Götz haben das Gebäude grundhaft saniert und darin eine hochwertige Ferienwohnung eingerichtet. Heute Vormittag erhielten die beiden aus den Händen von Sabine Schroth vom Tourismusverband Vogtland eine 4-Sterne-Zertifizierung. Das sind Sandra Seidel und Stefan Götz. Das Paar hat das historische Gebäude vor 2 Jahren erworben und insgesamt 340.000 Euro darin investiert. Das Haus haben wir im September 2018 erworben und der Ausbau, der begann im März 2019. Wo aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht feststand, dass wir eine Ferienwohnung mit reinbauen. Und das ergab sich dann in der Baureihe, als wir die oberen beiden Etagen fertiggestellt hatten. Wenn ein Haus so lange leer steht, dann gibt es eine Menge zu tun. Es war weder eine Heizung drin, es war kein Strom drin, es war alles wurde komplett, die Fußböden kamen raus, neue Reihen ausgeglichen, neue Fenster, neue Innentüren, also wirklich komplett von Grund auf. Wenn, dann richtig. Dieser Grundsatz galt auch für die Ferienwohnung. Als wir uns entschlossen hatten, eine Ferienwohnung zu bauen, hatten wir uns damit beschäftigt, welche Zertifizierung wir anstreben. Und da hatten wir uns mit dem Tourismusverband im Vornherein in Verbindung gesetzt und hatten uns die Unterlagen sozusagen in Vorarbeit sozusagen geholt und danach haben wir diese abgearbeitet und der Standard ist auch relativ hoch, der dort gefordert wird. Grundlage ist ein Kriterienkatalog mit insgesamt 180 Punkten. Da kommt es vor allem auf Sauberkeit, auf die Ausstattung und auf den Zustand und die Qualität an. Im Detail heißt das zum Beispiel ganz bestimmte Bettenhöhe, dann Babyausstattung, Geschirrspüler, Waschmaschine. Also alles, was man eigentlich im täglichen Leben auch braucht, wird bei der 4-Sterne-Zertifizierung auch gefordert. Beinahe wären es 5 Sterne gewesen. Was hat gefehlt? Zum Beispiel ein eigener Garten oder noch eine Toilette, solche Kleinigkeiten. Am Außengelände wird noch gefeilt und ja, vielleicht lässt sich auch noch eine Toilette einbauen. 4 Sterne, darauf kann man wirklich sehr stolz sein. Wie sieht es eigentlich im Vogtland generell mit den Sternen aus? Im gesamten Vogtland gibt es um die 80 zertifizierte Objekte. Davon sind etwa 50% mit 4 Sternen zertifiziert. Erstmal die Blumen. Herzlichen Glückwunsch vom Tourismusverband Vogtland. Sie haben 4 Sterne erreicht. Hier ist das DDV-Klassifizierungsschild und eine Urkunde. Heute 10 Uhr wurde es dann offiziell. Zertifikat und Plakette wurden an das Paar übergeben. Dankeschön. Das ist eine Zertifizierung vom Deutschen Tourismusverband und wir als Tourismusverband haben die Lizenz, die Klassifizierung in der Region durchzuführen. Alles Gute, immer viele Gäste, zufriedene Gäste. Und wir freuen uns natürlich, dass in der Stadt eine Ferienwohnung mit der Zertifizierung entstanden ist und dass man die hier vorweisen können. Nicht nur Sandra Seidel und Stefan Götz sind stolz auf die Zertifizierung. Auch Schöneks Bürgermeisterin Isa Suppli ist das. Sie gehörte ebenso zu den Gratulanten und sie hatte auch Geschenke dabei. Als Leihfirma haben wir gedacht, das ist super. Ja, Sandra Engelbrecht von der Touristinfo Schöneck kam auch nicht mit leeren Händen. Die Ferienwohnung kann sich sehen lassen. Hat das Paar ein bestimmtes Klientel im Auge? Nein, für uns ist es wichtig, da wir selber eine Familie sind von 4 Personen, deshalb auch diese große Wohnung, haben wir gesagt, wir machen eine familienfreundliche Wohnung mit einem Elternschlafzimmer, dass auch mal sich die Eltern wirklich zurückziehen können, 2 Kinderzimmern und einen Wohn-Essbereich. Ideal für Familien, aber natürlich nicht nur. Wir hatten letztes Wochenende unsere erste Vermietung. Das waren 4 junge Männer aus Kloppenburg. Die sind zum Downhill hierher gekommen am Freitagabend und waren sehr, sehr begeistert. Und zum Zeitpunkt heute ist auch eine Familie drin mit einem, ich glaube, 14-monatigen Kind und den Großeltern. Schöneck im Vogtland ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Wenn Sie sich für die Ferienwohnung interessieren, dann schauen Sie unter www.ferienwohnung-schöneck.com. Schöneck bitte mit UE, ansonsten landen Sie ganz woanders. Dort ist die Ausstattung nochmal beschrieben, die einzelnen Preise sind beschrieben, zu welchen Saisonpreisen wir die Wohnung vermieten. Jedes einzelne Zimmer ist mindestens mit 3 bis 4 Bildern dort auch aufgeführt. Wir freuen uns auch über jeden Aufruf der Webseite, weil dann zeigt uns das, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und dass unsere Wohnung auch gefragt ist.